Alle sind mit ihren Verhandlungen durch. Nur einer fehlt. Ich komme jetzt von meinem Staatsexamen. Ist alles vorbei, ist auch sehr gut gelaufen. Es hat sich aber alles verzögert, hat alles länger gedauert. Aber es ärgert mich natürlich schon sehr, denn ich bin eigentlich immer ein pünktlicher Mensch. Ich habe ausgesprochenen Respekt davor, wenn jemand die eigene Ausbildung als hohes Gut sieht und deshalb die Prüfung macht. Aber ich erwarte dort auch ein Stück weit Offenheit und Ehrlichkeit. Und wenn eine Prüfung auf 2 Tage und nicht nur auf 1 Tag angelegt ist, dann erwarte ich auch, dass das davor kommuniziert wird. Keine guten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Gehaltsverhandlung. Ich glaube, es wird auch kein Zuckerschlecken sein, aber vielleicht wird der Schiebler auch die ein oder andere Schwachstelle zeigen. Und da werde ich dann natürlich genau hinein dreschen und versuchen, die Situation zu meinen Gunsten zu nutzen. Darf man zum Examen gratulieren? Ja, das darf man. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Bestanden und ich habe jetzt einen klaren Kopf und kann mich jetzt voll und ganz konzentrieren auf unsere gemeinsame Unternehmung. Jetzt würde ich gerne über Ihr Gehalt mit Ihnen sprechen. Haben Sie Vorstellungen? Ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen und ein angemessenes Gehalt für mich als CEO von meines Startups wäre bei 3.800 Euro brutto. Okay. Ja. Aber nennt sich CEO und dann kommt er mit 3.800 brutto. Wie kommen Sie auf den Betrag? Ja, also ich denke, dass ich einige Sachen mitbringe. Ich habe ein anspruchsvolles Studium abgeschlossen. Ich spreche 5 Sprachen. Daniel ist sehr selbstbewusst aufgetreten, allerdings mehr im Sinne eines Bewerbungsgespräches. Richtige Gründer haben es nicht nötig, aufgrund ihrer Sprachkenntnisse gegenüber dem Investor ein höheres Gehalt herauszuschlagen. Ich habe Arbeitserfahrung, natürlich im Krankenhaus, aber auch in der Unternehmensberatung. In 2 Startups war ich aktiv. Ich habe auch schon 1 Startup gegründet. Ich habe Gründererfahrung. Viele haben das Kontrastprinzip angewandt. Viel verlangen, um dann wenigstens ein bisschen höher zu kommen. Er ging gleich tief ran. Er hatte also keinen Spielraum mehr. Ich kenne aber auch viele, viele andere Gründer, gerade in Berlin, bei denen die Vergütung sich aus dem zusammensetzt, was sie wirklich zum Leben brauchen. Na gut, er will jetzt einmal gucken, wie er reagiert, wenn er ihn versucht runterzuhandeln. Und da ist 3.800 Euro schon ganz komfortabel. Ja, Geizhals. Es ist ein Gehalt, das mir auch die Möglichkeit bietet, in mich zu investieren, in Fortbildung zu investieren. Gehalt auch in mich zu investieren. In gewisse Freizeit. Güter, die mir dann wieder erlauben, fit zu sein, leistungsfähig zu sein für das Unternehmen. Er muss lernen, sich konkreter zu fassen. Also wir müssen ja noch wirklich Steuern abziehen und wir befinden uns ja hier auch in Berlin. Thema steigende Mieten, die Kosten steigen. Ist er damit wirklich zufrieden oder will er jetzt den Investor haben und vielleicht deswegen so vorsichtig rangehen? Gibt es sonstige Dinge, die Sie sich vielleicht noch vorstellen? Oder wäre es dann mit den 3.800 Euro auch erledigt? Also mein Ziel ist, das Unternehmen aufzubauen, erfolgreich zu machen. Toll. Und alles, was uns im Team hilft, sollten wir auch anbieten. Das heißt, wir können Exkursionen machen, wir müssen Gruppenaktivitäten machen. Dann bin ich ja dort auch mit dabei. Und auch ich profitiere dann ja von unserem Gruppenerlebnis. Und wenn wir das schaffen, dann bin ich da auch ganz mit zufrieden. Mhm. Ich habe wieder den Eindruck gehabt, dass er mir die Dinge erzählt, von denen er meint, dass er sie hören möchte. Ich glaube die Begründung mit den Kosten noch nicht ganz. Bei 3.300 Euro brutto würde ich die Begründung unbesehen glauben. Da würde ich auch zustimmen. Bei 3.800 Euro glaube ich es noch nicht. Mhm. Okay. Ja. Dann mache ich folgenden Vorschlag. Ja. Vielleicht können Sie das noch mal aufstellen. Mhm. Und wir treffen uns morgen noch mal und dann sprechen wir da noch mal drüber. Das war ja auch die Übung. Er sollte auch wissen, wie reagiert Daniel, wenn er runtergehandelt wird. Und da kam wenig zu sagen, komm, können wir uns nicht in der Mitte treffen. Und letztendlich haben sie beide vertagt. Also sie haben unentschieden gespielt. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Für das positive Gespräch. Dankeschön. Danke, Herr Schiebler. Gut, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis morgen. Ich dachte, dass wir das nach und nach runter verhandeln und uns dann irgendwo bei 3.000 Euro vielleicht einpendeln. Dazu war die Verhandlung zu weich, dazu ist es nicht gekommen. Insofern muss ich sagen, definitiv mehr rausgeholt, als ich eigentlich erwartet hätte. Verhandlungsziel übertroffen. In Berlin, Deutschlands größter Metropole, findet für die Gründer von Startup gleich eine Konfrontation mit Carsten Maschmeyer statt. Seit 6 Wochen kämpfen sie gemeinsam und gegeneinander um die Gunst des Investors und die 1 Million Euro. Am Fuße des Upper West Towers erwartet sie Matthew Mockridge.
Wir haben uns für die Gründer heute Abend was ganz Besonderes überlegt. Und zwar erwartet jeden Einzelnen so der klassische Startup-Showdown, nämlich der Elevator-Pitch. Die Elevator-Pitch-Situation kommt eigentlich aus Amerika, wo jeder Gründer, der wirklich was auf sich hält, eigentlich dazu in der Lage sein muss, wenn er plötzlich mit einem spannenden Investor im Aufzug steht, seinen Pitch präzise und kurz auf den Punkt zu bringen, bevor der Investor wieder aussteigt. Heute geht es aber gar nicht um die Idee, heute geht es um Persönlichkeit. Und es geht darum, dass jeder einzelne Gründer, Carsten Maschmeyer, erzählt, warum er ausgerechnet mit ihm eine Firma gründen soll. Hey Kim. Hey Matthew. Alles gut? Hi. Lass mich mal fertig machen. Alles gut, ja? Bin gespannt, was los ist. Wir haben uns heute Abend was ganz, ganz Besonderes überlegt. Du kannst gleich nochmal alles drehen. Wenn der Aufzug gleich hier unten ankommt, wird Carsten Maschmeyer an der Tür stehen. Und du hast knapp 30 Sekunden Zeit, ihm zu sagen, warum soll Carsten Maschmeyer ausgerechnet mit dir eine Firma gründen? Du hast Zeit, bis ihr oben in der 29. Etage angekommen seid. Jetzt erwischte mich gerade völlig auf dem kalten Fuß. Okay, hab ich auch noch nie gemacht. Viel Erfolg. Das ist gerade irgendwie eine total Stresssituation für mich, weil ich jetzt gar nicht weiß, was ich sagen soll. Ich habe auch echt jetzt ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Angst ist jetzt aber kein guter Ratgeber. Im Gegenteil, Kim sollte einen kühlen Kopf bewahren. Ich erwarte von den Gründern vor allem, dass sie die Nerven behalten. Das ist eine unfassbare Drucksituation. Und ich hoffe, dass sie die Ruhe bewahren und dass sie wirklich auf den Punkt jetzt kommunizieren können. Guten Abend, Kim. Hallo, Herr Maschmeyer. Wir sind jetzt hier in dem Aufzug, weil ich Sie als meinen Investor gewinnen möchte. Und zwar, ich bin jetzt hier, ich habe mich die ganzen Wochen weiterentwickeln können. Ich bin gewachsen, mein Produkt hat sich stark entwickelt und das in der kurzen Zeit. Ich glaube, ich kann noch ganz, 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 ganz viel mehr machen. Wir haben ein stark skalierbares Produkt, einen riesengroßen Markt weltweit. Wir bringen eine sehr gute Marge mit. Ich denke, das ist ein Produkt, mit dem man sehr viel Geld machen kann. Und das wissen Sie bestimmt nicht, aber mein Taufspruch ist, in Zukunft muss die Welt mit mir rechnen. Und ich würde Sie gerne an meiner Seite haben, dass die Welt mit uns und den Flippern rechnen muss. Ich bedanke mich. Danke, Kim. Atmen! War die nervös? Es war jetzt auf jeden Fall sehr spannend. Ich hoffe, dass ich Herrn Maschmeyer überzeugen konnte als Investor. Kim war ganz nervös, aber sie hat einen sehr herzlichen Satz gesagt. Mit dir wird sich die Welt verändern. Oder mit dir kannst du die Welt erobern. Das fand ich toll. Auch Anja wird mit der Prüfung überrascht. Wir haben uns heute was ganz, ganz Besonderes und was vor allem super, super Wichtiges überlegt. Weißt du, was ein Elevator-Pitch ist? Nee. Wenn der Aufzug hier gleich ankommt, wird Carsten Maschmeyer in der Tür stehen. Und du hast knapp 30 Sekunden Zeit, ihm zu sagen, warum soll Carsten Maschmeyer ausgerechnet mit dir eine Firma gründen? Und du hast Zeit, bis der Aufzug oben in der 29. Etage wieder aufgeht. Okay. Viel Erfolg. Ja, ist natürlich jetzt. Also man hat ja mit allem gerechnet, aber damit nicht. Aber es ist ja die ganze Zeit schon so gewesen. Und von daher gesehen, ja, also Vollgas. Guten Abend, hallo. Anja. Herr Maschmeyer. Ich bin nun fast 50, habe Berufserfahrung, bin fleißig, habe schon mal eine Firma aufgebaut, finde, dass ich ein starkes Produkt habe, bin teamfähig. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir zusammen ein Startup gründen würden, weil ich der Meinung bin, dass wir wirklich den Markt mit meinem Produkt weltweit erobern können. Und mit Ihrem Know-how und auch Ihrer Erfahrung und meiner Erfahrung bin ich der Meinung, dass wir das auf alle Fälle gemeinsam sehr gut schaffen könnten. Okay, das war jetzt die Aufregung, aber ich denke mal, das Wesentliche habe ich gesagt. Vielen Dank. Danke, Anja. Oh.
Ja, ihr habt ja wirklich einen Knall, ne? Also man rechnet ja mit vielen und mit Challenges oder so, aber dass man mit dem Carsten Maschmeyer 30 Sekunden im Fahrstuhl vielleicht verbringt, wenn es 30 Sekunden waren. Ja, also es war schon sehr aufregend. Na? Ja, unverhofft kommt oft, ne? Heute kriegen sie es richtig, ne? Ich hab's so gezittert. Ich auch. Anja hatte ich auch das Gefühl, dass es ganz großer Stress für sie war. Aber sie hat gesagt, dass sie Erfahrung hat, dass sie mit ihrem Produkt die Welt erobern will. War also auch einiges an Substanz drin. Wie immer scheint sich Daniel gut unter Kontrolle zu haben. Guten Abend, Daniel. Guten Abend, Herr Maschmeyer. Ich bin der ideale Kandidat für Ihr Investment, für meine Idee. Ich habe eine Vision, wie wir den Schlaf des Menschen verbessern werden und eine einzigartige Kombination aus dem medizinischen Background und natürlich auch aus den Fähigkeiten, die ich in der letzten Woche unter Beweis gestellt habe. Dazu gehört einerseits das Zwischenmenschliche in Form von Networking, in Form von Vertrieb, Verkauf und Führung, aber auch das Analytische und das Kreative. Das ist eine einzigartige Kombination, die keiner von uns so vorbringt. Und deswegen bin ich der ideale Kandidat, damit Sie mit mir zusammenarbeiten und mir helfen, den Schlaf des Menschen zu verbessern. Danke, Daniel. Vielen Dank, Herr Maschmeyer. Daniel war sehr stark, war nicht so nervös, hat sehr gesagt, ich bin der stärkste Gründer und habe Eigenschaften wie kein anderer. Also er hat sich herausgestellt als den stärksten. So, hallo Leute, ihr seid schon fertig? Sieht so aus, ja? Ja. Elevator Pitch. Genau, wie er im Buche steht. Ja. Ich dachte, dass wir ja im Fahrstuhl noch etwas vorbereiten können. Und noch so ein bisschen sich was zurecht überlegen können. Aber dann ging die Fahrstuhltür auf und es stand Herr Maschmeyer schon im Fahrstuhl. Das war doch auch es gibt die halt Dinge im Leben, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Richtig, genau. Und, das und war die heute passieren sehr oft. Und die passieren sehr oft, genau. Also ich habe ein Riesenproblem mittlerweile mit Daniel, weil ich kann mit so Halbwahrheiten nicht leben. Und ich bin ein Mensch, der mit offenen Karten spielt und er tut es eben nicht. Und da wird es auch heute Abend noch ein Gespräch drüber geben. Er hat uns gefragt, ob er einen Tag pausieren kann. Da haben wir als Team zugestimmt. Und er verstrickt sich ja permanent in Widersprüche. Dann hat er das nicht gewusst, dann hat er das doch gewusst, dass er Mittwoch zur Prüfung muss und sowas kann ich nicht leiden. Also entweder offene Karten oder gar nicht. Und für mich ist der einfach nicht teamfähig. Der ist einfach, der lebt in seiner eigenen Welt und das ist einfach nicht mein Ding. Also in meiner Firma hätte der heute die Kündigung gekriegt, definitiv.